Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Klimaschutz ist eines der zentralen Themen für unsere Zukunft und für die Zukunft unseres Landes und vor allem auch für die Wettbewerbsfähigkeit unserer deutschen Wirtschaft. Und deswegen ist es notwendig und richtig, dass wir hieran mit allergrößter Sorgfalt arbeiten, aber eben mit Sorgfalt und Intelligenz. Und nur mit einer wettbewerbsfähigen deutschen Wirtschaft schaffen und erhalten wir den Wohlstand in unserem Land und damit die Grundlagen für alle anderen politischen Felder, ob Kultur, ob Soziales oder andere Felder. Und es ist eben nicht richtig, dass nichts passiert ist. Der Anteil der regenerativen Energien ist von 3% auf 38% gestiegen. Die Wohnungsbesitzer haben ihren CO2-Bedarf um 38% gesenkt in den letzten Jahren. Und in der Industrie ist es ein Drittel gesenkt worden. Also es ist auch natürlich der Ausfluss der Politik dieser Koalition. Und deswegen ist es nicht richtig, was Sie behaupten, dass nichts passiert ist. Und die Diskussion, die derzeit geführt wird über die mögliche Einführung einer sogenannten CO2-Steuer, geht völlig in die falsche Richtung. Und es erinnert eben an eine rot-grüne Politik damals mit der Einführung der sogenannten Ökosteuer. Da haben Sie ja mitgewirkt und das Ergebnis war ausschließlich eine Verteuerung der Energie, und eine Umverteilung der Mehreinnahmen. Umweltpolitisch war diese Ökosteuer ein vollständiger Flop. Deswegen müssen wir einen anderen Pfad gehen. Wir müssen auf einen neuen Pfad gehen und nicht die Klimaschutzziele, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und dass wir die erreichen wollen, sind wir uns ja völlig einig. Wir wollen den Kohlenstoffausstoß immer weiter reduzieren, aber wir wollen es nicht ideologisch, sondern wollen es intelligent. Und es bringt aus meiner Sicht nichts, wenn wir hier eine Steuer einführen. Es ist wesentlich zu kurz gesprungen und würde auch erheblich negative Effekte bei der deutschen Wirtschaft und vom Verbraucher bringen. Und deswegen würde es nur zu einer Verteuerung erneut führen. Ich will das mal an zwei Beispielen festmachen, was dann rauskommen würde in dem Fall. Stellen Sie sich einen Mieter vor in einem Mehrfamilienhaus. Der wäre der Hauptlastträger einer CO2-Steuer, weil er die Energie nutzt. Aber er kann nicht mitwirken, zum Beispiel an der Modernisierung einer Heizung. Also warum soll dann ein Vermieter Modernisierungsmaßnahmen vornehmen, weil er davon nichts hat? Oder denken Sie an einen Pendler, den Sie belasten würden, der auch nicht auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen könnte. Der würde dann in seinem Fleiß bestraft und seine Leistung würde sich nicht mehr lohnen. Deswegen lehnen wir eine CO2-Steuer entschieden und mit Nachdruck ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen Anreize schaffen und keine neue Steuer. Wir müssen neue Technologien fördern und mit Klimaschutz weltweit zum Marktführer werden. Und dazu brauchen wir eine industriepolitische und intelligente Strategie, um in Klimaschutz investieren zu können. Und dazu gehört zum Beispiel die steuerliche Forschungsförderung. Dazu gehört zum Beispiel eine Modernisierung der Unternehmensbesteuerung, insbesondere für thesaurierte Gewinne, damit mehr Liquidität in den Unternehmen bleibt, damit mehr investiert werden kann in neue Technologien. Dazu gehört aber auch zum Beispiel die Ausweitung des Zertifikate der Emissionshandels, nicht nur auf den Sektoren Energie und Industrie, sondern auch auf die wichtigen Bereiche Verkehr und Wohnen. Und dazu gehört auch eine Senkung der Energiesteuer oder der Stromsteuer. Wir haben in den letzten Wochen ja auch diskutiert über die Stromsteuer. Da waren ja noch wichtige Hausaufgaben zu machen, gerade die Hereinnahme der Abfall- oder Abwasserwirtschaft. Und wir brauchen noch mal eine Diskussion über die EEG-Umlage. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir in diesem Jahr bei diesen Entscheidungen falsch abbiegen, dann werden wir unsere Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft schädigen und dem Grundgedanken des Klimaschutzes in keiner Weise helfen. Deswegen lassen Sie uns in Anbetracht dieser Fragestellung richtig abbiegen. Wir haben die Chance, wenn wir es richtig machen, die deutsche Wirtschaft als Weltmarktführer in diesem Segment weiter zu platzieren, mit dem Klimaschutz Geld zu verdienen und mit dem Klimaschutz auch unseren Standort zu stärken. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mit mehr Intelligenz statt mit Ideologie uns an dieses Thema herangehen und lassen Sie uns Leistung und Anreizsysteme schaffen, anstatt neue Belastungen für die Unternehmen und für die Bürgerinnen und Bürger. Herzlichen Dank.